Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Agenten Arceus. Weißes Frostland, auch hier, multiple Aufläufe, untersuchen. Uns wird geholfen, wir müssen nur wieder drei Orte untersuchen, das heißt nur. Das sind genug viele, würde ich sagen. Aber trotzdem. Ich denke, wir nehmen. Ja. Zoroark, weil. Ein bisschen Feuerattacken sind immer gut. Level 40, das geht sogar noch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wo sind noch mehr? Da unten. Oh Gott, das sind zu viele. Gehören die auch noch dazu? Oder sind die schon zu weit weg? Ja, vielleicht könnte ich sie auch einfach nur verscheuchen mit so einem Knallteil oder so. Wäre auch eine Möglichkeit. Verzeihung? Und Flammenwurf. So, und dann, wo sind noch mehr? Wo sind noch mehr? Oh, überall verteilt. Ja, da werde ich definitiv nicht schnell genug sein. Glaube ich. Auf so einem komischen Gebiet sieht man sie auch so schlecht. Da verliert man viel zu viel Zeit, um sie alle zu suchen. Es sind noch so viele. Warum können meine Pokémon nicht zusammen angreifen? Ich meine, ich könnte mehrere Pokémon losschicken. Das wäre cool. Oder geht das? Ich glaube nicht, oder? Nee, im Kampf. Nee, im Kampf kann ich nur auswechseln. Aber was hat die Olle an dieser Höhle gemacht? Wofür hat sie die Pilzköte gebraucht? Vorne sind noch zwei. Ich hoffe, das war's dann. Ich habe nicht mehr viel AP. Wobei, viermal, das reicht. So, dann du. Wo war noch eines? Ja, scheinbar sogar noch zwei. Spaßig. Viel Spaß. Sehr viel Spaß damit. Flammenwurf. Ja, mittlerweile kennt man diese Gebiete langsam aber sicher ziemlich gut. Und man merkt, so groß einem das Spiel zu Beginn auch vorgekommen ist, so groß ist es überhaupt nicht. Da unten ist noch eins. Ja, toll. Ja, zuerst sehr unübersichtlich und groß das ganze Spiel, aber sobald man. Ja, sobald Gewässer und Berge und so weiter kein Hindernis mehr darstellen, geht's ja. Wo sind denn noch welche? Hä? Wo sind denn noch welche? Da. Runter da. Müsste es das letzte sein. Hoffe ich doch sehr. Aber ja, wenn solche Aufläufe jetzt des Öfteren passieren, wäre das ziemlich gut, wie gesagt, für die Vervollständigung des Pokédex. Okay, das war's damit. Dann gehen wir einfach nur weiter, geradeaus. Ich hoffe, dass da gut besiegbare Pokémon sind. Das müsste direkt da unten sein. Was bist du? Oh mein... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Moment, 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 Moment. Das da. Das da. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Scheiß auf den Schneesturm jetzt. Oh nein. Ah, wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir wissen jetzt, wo das zweite ist. Das sind scheinbar nichts. Bleib doch da! Das sind scheinbar nicht alle im Grasland.
Okay, anschließend werden wir uns das holen, würde ich sagen. Behörde bringt ja nichts. Ja, nee, ich muss schon erst diese Quest abschließen. Ansonsten verkacke ich es wieder und irgendwie wird das schon Folgen haben. Hier ist Zoroark natürlich auch stark. Ich meine, es greift sehr effektiv an, aber Geistattacken können nichts. Das ist schon cool. Boreos also. Da fährt es umher. Ich stärke mich da gerade ein bisschen in meiner... ja. Oh, und jetzt kam wieder die falsche Attacke. Bleibst du stehen! Jetzt wurde die falsche Attacke ausgewählt. Weil wegen blöde. Dunkle Klaue. Wenn ich irgendwann so einen harten Kampf verliere, nur weil mein Controller nicht das macht, was er soll, dann werde ich kurz sauer. Na, find's sauer, das passt schon. Jetzt bleib doch da! Bleib da, das kann doch nicht sein. Und ja, das hat man schon des Öfteren gelesen, dass das wirklich ein Problem bei den Joy-Cons ist. Es liegt nicht nur an mir. Es liegt an der Qualität von dem Zeug. Das ist wirklich schade. Ich meine, bei der stationären Switch, sage ich mal, kann man die Teile noch ersetzen, aber bei der Lite-Version, wenn da was am Arsch ist, kannst du die ganze Konsole wegschmeißen. Theoretisch. Das ist ziemlich dumm. Das ist ziemlich dumm. So, okay. Wir merken uns. Moment. Wir machen hier einfach mal so einen Sticker hin. Dann fliegen wir direkt weiter. Keine Sorge, Boreos. Ich bin gleich wieder bei dir. Was war da? Was? Oh, eine von diesen... Oh, nein. Oh, nein. Eine von diesen. Ja, die trifft man irgendwo random überall auf der Welt scheinbar. Was heißt auf der Welt? In Isui. Ich wollte nur ein Pokémon. Gut, das ist machbar. Besonders, wenn ich Zoroark vorne habe. Okay. Nehmen wir diesen Kampf als kurz mit. Habe ich noch Flammenwurf? Nein, schade. Machen wir die Matschbombe, sagte ich. Du überstehst das? Ich bin beeindruckt. Jetzt besiegst du dich selber. Autsch! Bist du dumm oder so? Greif mich an. Oder respektive mich auch. Was soll denn das? Hä, wie konnte ich nur verlieren? Gib mir ein bisschen was und dann verschwinde. Ein paar Items oder so. Irgendwas. Ich hab Schnieder verloren. Ja, die legen viel Wert auf mich. Bla bla bla. Oh, du bist ja so cool, ne? Okay, was kriege ich? 4 Nuggets. Das lohnt sich sogar. Aber erstmal weiter. Und dann, wenn wir das geschafft haben und Bericht erstattet haben, dann werden wir uns Boreos stellen. Noch mehr Nebulak. Spaßig. Überhaupt nicht langweilig oder so. Oh wow, 4 Stück. Aber wir haben noch genug Möglichkeiten anzugreifen. Ich muss einfach nur aufpassen, dass ich nicht zwischen die Fronten gerate. Ihr könnt auch flüchten, wenn ihr wollt. Giftwolke ist nicht ganz so gut. Aber den Kampf sollten wir eigentlich schon noch hinkriegen. Und dann, bevor wir die nächsten angreifen, ja, können wir uns ja ein bisschen heilen. So. Ja, es Gift schadet, ich weiß. Giftschock! Okay, das war's gleich. Oh nein. Okay. Wir verlieren Zoroark. Ist okay. Ist okay. Ja. Das Gift. Wen nehmen wir denn am besten? Viriado natürlich. Und Licht und so. Wir haben jetzt hier bereits 4 Stück besiegt. Ich hoffe sehr. Oh wow, das ganze Zeug, das hier rumliegt. Dass wir nicht allzu viele andere besiegen müssen.
Doch, da. Ich muss schon damit angreifen, ansonsten bringt's nichts. Besiegt das Pokémon in den Kampf schicken, das ist nicht so gut. Level 22, ja komm schon. So geht das. Die droppen alles so doofe P an. Oh, süß. 4 KP Schaden. Ah, ist ja süß. Würde. Ist ein bisschen stärker. Warum? Oh, nein. Komm schon. Warum könnt ihr jetzt wieder alle angreifen? Oh, Gott, ist so nervig. Fensteraura. Haben wir es dann bald, bitte? Ihr könnt eh nichts machen. Flüchtet doch einfach. Da hätte ich nichts dagegen. Immerhin sind diese Pokémon jetzt wieder relativ schwach. Nein, wenn jetzt hier 6 Stück Level 60 Pokémon da wären, das wäre ein Problem. Aber so geht's ja. Seht doch mal an, wie schnell die Sonne untergeht. Geht wirklich verdammt schnell. Die Tage hier sind nicht so lange. So, könnten wir das jetzt bitte endlich beenden hier? Dann Bericht erstatten gehen. Und dann auf die Jagd gehen. Oh, hallo. Gar nicht gesehen. Wie nehmen wir denn Boreos am besten auseinander? Ich würde sagen... Oh, wir haben es geschafft. Ist verschwunden, erstatte Bericht. Hm, toll. Okay, wir erstatten kurz Bericht. Aber dann brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Damit sind die 3 Orte im Weißen Frostland, um die dich kümmern sollst, alle untersucht. Habe ich gut gemacht, ne? Ich habe von Zubaki gehört, dass er bald mit seinen Untersuchungen fertig sein soll. Letztendlich haben Toppin und Zubaki die multiplen Aufläufe wohl gemeinsam erforscht. Ist doch auch okay. Damit ist unsere Arbeit getan. Vielen Dank dafür, dass du alle Gebiete Hisuis untersucht hast. Leider kennen wir noch immer nicht den Grund für die multiplen Aufläufe. Und ohne einen starken Partner an der Seite sind sie sehr gefährlich. Sieht nicht aus, als wäre eine einfache Lösung in greifbarer Nähe. Vielleicht sind diese Aufläufe ja so eine Art Botschaft, mit der uns jemand etwas sagen möchte, dass wir Pokémon besser verstehen müssen. Schließlich leben wir mit ihnen gemeinsam hier in Hisui. Das klingt gar nicht so verkehrt. Okay. Wir haben jetzt sehr viel gemacht, aber wir sind keinen Schritt weiter. Ach ja, es wird langsam Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Jonah, Shawnee, folgt uns doch bitte mal. Ich habe keine Zeit. Ja. Oh nein, ich muss wirklich weggehen? Oh nein, ich werde wegteleportiert, oder? Oh nein. Ich wollte doch noch. Oh, komm schon. Wo gehen wir hin? Oh, ins Grasland wieder. Da oben liegt ein Item, seht ihr das? Glaube ich zumindest. Das ist der Ort. Und wir haben genau den perfekten Zeitpunkt erwischt. Was für ein Ort und was für ein Zeitpunkt? Die Sonne geht... unter? Auf? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Ich meine, es sieht ja sehr schön aus, aber... Na, was sagst du dazu? Ja, wunderschön. Auf jeden Fall. Das ehrwürdige Palkia hat uns diesen schönen Ort gegeben. Und das ehrwürdige Dialga schenkte uns die sich stetig wandelnde Zeit. Nur zusammen ermöglichen sie diesen Ausblick. Wie ich diese Region und ihre atemberaubende, schönen Weiten liebe. Hisui liegt mir wirklich sehr am Herzen. Shawnee, wie war es für dich, all diese Forschung durchzuführen? Ja, Spaß hat's gemacht, aber es war halt auch, ne, ein bisschen nervig. Das finde ich auch. Meine Neugierde ist so richtig aufgeflammt. Ja, und es hat Hunger scheinbar. Jonah, ich habe gehört, dass dein Mann Faxo auf die multiplen Aufläufe reagiert. Ist mit ihm auch wirklich alles in Ordnung? Oder ist es ein Sorua? Man weiß es nicht.
Es scheint ihm gut zu gehen, ja. Pokémon sind nun mal wundersame Wesen. Aber es ist schon praktisch zu wissen, welche Pokémon sich an welchem Ort versammeln. Es sollten jetzt übrigens alle Bewohner Hisuis darüber informiert sein, dass bei starkem Regen multiple Aufläufe auftreten können. Oh, vielen Dank dafür, Perla. Hoffen wir, dass jetzt niemand mehr durch sie verletzt wird. Okay, eine neue Funktion scheinbar. Es scheint, dass sich diese Welt weiter verändern wird. Und wir uns mit ihr. Sag mal, Shawnee. Was denkst du, wird Pokémon und Menschen in Hisui in der Zukunft wohl so machen? Arena-Orden sammeln und Wettbewerb austragen. Ich meine, beides. Ich sag Arena-Orden. Arena-Orden? Was ist eine Arena? Manchmal sagst du echt merkwürdige Sachen, Shawnee. Ich weiß, so bin ich nun mal. Aha, man fordert dort also erfahrene Kämpfer heraus, um seine Stärke zu beweisen. Und für einen Sieg bekommt man eine Auszeichnung? Das klingt toll. Ich würde gern jemand sein, der Herausforderer einer Prüfung unterzieht und sie bei Bestehen entsprechend belohnt. Was auch immer die Zukunft bringen mag, wir können uns glücklich schätzen, in solch einer faszinierenden Zeit des Wandels zu leben. Das kannst du laut sagen, doch Veränderungen bringen meist nicht nur Gutes mit sich. Und es wird auch immer Menschen geben, die sich an der Vergangenheit festhalten und alles Neue ablehnen. Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen. Wir gehen weiter unseren Weg. Und wir freuen uns sehr darüber, dass du uns begleitest, Shawnee. Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Du hast ja ganz schön viel Fantasie, aber das ist ja nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass du vom Himmel gefallen bist. Unsere Untersuchungen sind zwar erstmal beendet, aber mein Faxe und ich werden dich auch weiterhin unterstützen. Danke. Weißt du was, Shawnee? Vielleicht sind die multiplen Aufläufe ja ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh für dich. Eine Art Dankeschön dafür, dass du uns gezeigt hast, wie wir unser Leben zum Besseren ändern können. Ja, ich denke, diese Erklärung ist gut genug. Belassen wir es dabei. Ich möchte jetzt aber zurück ins Frostland reisen. Ein neuer Tag in Hisui. Ja, ich glaube, so hieß das Update vom Spiel. Dann haben wir diese Update-Quest nun beendet. Schön. Darf ich jetzt... Ich will jetzt noch Boreos jagen gehen. Ich will und ich muss. Auf jeden Fall. Es passiert gleich wieder was, oder? Oh, hin. Du hast bei der Nachforschung gute Arbeit geleistet, Shawnee. Wärst du so gut, mir zum Übungsplatz zu folgen? Muss das jetzt sein? Muss das jetzt wirklich sein? Oh, hey. Ich habe dich aus einem ganz bestimmten Grund herbestellt. Ich möchte, dass du dich einer völlig neuen Art des Pokémon-Kampfs ausprobierst. Du hast uns gelehrt, dass Pokémon so viel mehr als nur furchteinflößende Wesen sind. Dank dir gibt es nun Leute, die sich gemeinsam mit ihren Partnern an Kämpfen erfreuen. Außerdem verlassen sich immer mehr im Dorf auf die Hilfe ihrer Pokémon. Deshalb möchte ich, dass du noch einen Schritt weiter gehst. Ich glaube, dass wir unser Verständnis der Pokémon weiter vertiefen können, wenn wir uns mit ihnen neuen Herausforderungen stellen. In brenzligen Situationen zu begreifen, was dein Partner will und was dein Gegner denkt. Wenn jemand dazu in der Lage ist, dann du. Und wir werden versuchen, dir nachzueifern. Das wird sicher alles andere als einfach, aber ich bin mir sicher, dass du und deine Pokémon das hinbekommst. Was willst du von mir? Über die Einzelheiten wird dich Hin aufklären. Also dann Hin. Alles Weitere überlasse ich ihnen. Um was geht's eigentlich? Komm einfach zu mir, wenn du dich dieser neuen Herausforderung stellen willst. Was ist mit der da? Hat die noch eine Quest für mich? Oder er? Hast du dich schon an Hins Solo-Kämpferpfad versucht? Nein. Herausforderung, die man sich mit einem einzigen Pokémon stellt. Okay. Es soll sehr schwierig sein, den Solo-Kämpferpfad zu meistern. Wirst du es versuchen? Ich selbst schaffe das leider nicht.
Bidiza Solo-Kämpfer? Wieso Bidiza? Evoli Solo... Oh, wow. Moment, das waren doch nicht alle. Was? Ich muss mit den Pokémon... Kämpfe bestreiten? Ein paar hätte ich noch. Was? Oh, was? Volterus. Oh, das fehlt mir noch. Ja, Carpador. Wenn du den Solo-Kämpfer-Fahrt mit einem der von mir genannten Pokémon gemeistert hast, zeig mir bitte die Markierung in deinem Pokédex. Nein, das will ich jetzt nicht machen, oder? Wir werden uns ganz kurz anschauen, okay? Aber nicht mehr heute. Denn für heute war es das mit Pokémon-Legenden Arceus. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.